Hallo und herzlich willkommen beim Marktstand TV, der dritten Folge. Wir sind heute beim Hof Pleuß in Prinzhöfte und das ist die dritte Folge. Und neben mir sitzt die Christina Pleuß vom Hof Pleuß und sie wird uns ein wenig darüber erzählen, wie der ganze Hof überhaupt entstanden ist und die kleine Geschichte dazu. Ja, Christina, schieß mal los. Ja, hallo von mir auch. Ich bin Christina und habe hier mit meinen Eltern zusammen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir ziehen Hähnchen, Rinder und Schweine bei uns auf dem Hof auf und die Besonderheit ist eben, dass wir alle Tiere, die bei uns groß werden, auch direkt auf dem Hof nachher in der eigenen Metzgerei verarbeiten und vermarkten. Sag mal, gibt es den Hofpleuß? Sag mal, gibt es euch jetzt? Also meine Eltern machen diese Form der Vermarktung mit dem eigenen Hofladen und so weiter jetzt 17 Jahre. Mhm. Unser Hof hat natürlich eine lange Familiengeschichte. Ja. Okay. 1890 irgendwie so. Ach, stark. Okay. Und seitdem bestehen noch die Gebäude wahrscheinlich im Raum. Genau, ja, ein Großteil davon. Ah, schön, klasse. Den Hofladen selber, den betreibt ihr auch noch hier auf dem Hof. Ihr habt eines der geöffnet. Man kann man sich da mal einstellen. Also unser Hofladen ist relativ begrenzt geöffnet, immer nur am Donnerstag. Mhm. Weil wir hier in Kleinhennstedt so ein bisschen ab vom Schuss sind und man sich schon auf den Weg zu uns machen muss. Ja. Und weil wir an anderen Tagen eben auch Wochenmärkte beliefern. Mhm. Und Anfang der Woche wird geschlachtet und so ein bisschen unseren Wochenablauf planen müssen. Man kann aber immer gerne einfach anrufen und an einem anderen Tag auch Produkte rausholen oder eben sich unseren Hof angucken. Mhm. Du sagtest, ihr habt verschiedene Tiere. Was für Tiere habt ihr hier bei euch auf dem Hof? Welche sind das? Hähnchen, Schweine und Rinder. Die ziehen wir jeweils in kleinen Gruppen in extensiver Haltung auf. Also die Hähnchen sind im Stall, können nach draußen laufen, werden wesentlich älter als in der normalen Mast. Auch die Schweine haben wir draußen auf der Weide, die haben Hütten und haben dann eben ihren Bereich, wo sie draußen laufen können. Und unsere Rinder sind im Winter im Stall, aber jetzt über den Sommer natürlich hier auf den Weiden rund um unseren Hof. Frisches Gras, und da freut man sich, wenn man hier rausguckt, dann sieht man das auch, dann freut man sich natürlich auch. Und extensive Tierhaltung, hattest du gerade erklärt. Was ist jetzt da? Also du sagst gerade in kleinen Gruppen, wie groß ist dann so eine Gruppe? Wie viele Schweine habt ihr zum Beispiel jetzt bei euch hier? Wir haben immer so zwischen 50 und 60 Schweinen, weil wir jede Woche ein bis zwei Schweine schlachten für unsere Vermarktung und wir gerne möchten, dass die so um ein Jahr alt werden. Mhm. Und eben langsam wachsen und die werden dann so in Gruppen von 20 Tieren gehalten und immer in verschiedenen Altersgruppen natürlich, damit wir immer große Tiere haben. Haben im Verhältnis zu einer klassischen Mast natürlich wesentlich mehr Platz und Bewegung. Und so ist es bei den Hähnchen auch. Wir haben, da sind die Gruppen ein bisschen größer, sind immer so 600 Tiere. Da haben wir einen Stall, der ist noch klimatisiert. Da werden die Küken aufgezogen, weil die bekommen die als Eintagsküken hier auf den Hof und die brauchen es dann erstmal warm und kuschelig. Und sobald die dann eben ihr Federkleid haben, kommen die in den großen Stall und können eben auch nach draußen laufen und werden so immer zwischen 4 und 6 Monate alt. Okay. Wie alt werden sonst Schweine im Vergleich zu euren? Also Schweine werden ein halbes Jahr alt. Hähnchen sind im Moment, früher waren es nur 30 Tage, die werden jetzt auch schon länger gemessen, so um die 40 Tage, aber eben. Ja, gemessen immer schnell, genau, so hochgezogen. Genau. Ja, und, uns geht es eben zum einen ums Tier und zum anderen auch um die Fleischqualität, weil wir eben durch langsames Wachstum und ein bisschen mehr Zeit für die Tiere auch eine ganz andere Fleischqualität jetzt. Und auch einen ganz anderen Bezug wahrscheinlich auch zu den Tieren. Ne? Genau. Also das Tierwohl, ihr achtet darauf, dass es denen gut geht. Ja. Wie du es gerade beschrieben hast, man kann sich das ja auch anschauen. Also ihr wollt ja auch, dass die Leute zu euch kommen. Ja, auf jeden Fall. Ihr bietet das ja auch an mit Hofbesichtigungen. Ja. Wo kann man das denn irgendwie nachlesen? Kann man das bei euch auf der Seite sehen? Irgendwie beim Hofbesichtigungen machen wir spontan. Also da kommt, man kann sich als Gruppe bei uns anmelden. Man kann Donnerstag im Hofladen kommen und sagen, hallo, darf ich mal eben gucken gehen? Kann jemand mitkommen? Ansonsten immer gerne einfach vorher anrufen, wenn man mit der Familie kommen möchte oder wenn man eine Gruppe hat oder einen Fahrradausflug oder was auch immer. Wir versuchen immer regelmäßig auch Hoffeste zu machen. Haben wir jetzt das letzte Mal 2017 gemacht. Da machen wir dann wirklich so einen großen Tag, wo man auch mit durch die Verarbeitung laufen kann und wo es dann Führungen gibt über den ganzen Hof. Werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht schaffen oder nächstes Jahr wieder. Und dann wird dann auch die ganze Kundschaft eingeladen. Ach, toll. Und, ja,
ganz schön. Genau. Und dann kriegt man einen Einblick dafür, wie das Ganze so funktioniert. Genau. Kriegt man auch den Einblick, wie dieses Schlachten an sich funktioniert? Vielleicht führst du uns da mal so durch so einen Prozess einfach mal durch. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Wir sind ja auch stolz, dass ihr das so anbietet. Ja? Ihr seid ja echt ein Bauernhof, wo Hühner und Rinder und Schweine auch gemeinsam sind. Nicht nur spezifiziert irgendwie oder speziell sich auf irgendwas eingerichtet, ne? Wie zum Beispiel nur Schweine. Wie funktioniert so ein Prozess? Also dein Vater macht das ja, glaube ich, auch. Ist das so richtig? Genau. Und er verarbeitet das auch. Ne? Ja. Führe mich einfach mal durch so, oder uns einfach mal durch so. Ja. Also wir ziehen diese drei Tierarten hier bei uns auf. Bei den Schweinen ist es so, dass ein bis zwei Schweine, je nachdem wie viel Fleisch wir brauchen, in der Woche geschlachtet werden. Die kommen dann hier einen Ort weiter nach Wildeshausen, werden dort geschlachtet. Da haben wir zum Glück noch einen kleinen Schlachter, der das macht, weil wir Großtiere hier auf dem Hof nicht machen dürfen. Und dann holen wir das am nächsten Tag zurück in Hälften und dann wird es hier auf dem Hof verarbeitet. Mein Vater, mittlerweile natürlich mit Unterstützung von unseren Mitarbeitern, zerlegt die Tiere dann und ein Teil geht eben in den Frischbereich, jetzt im Sommer natürlich das Nackensteak auf den Grill. Und dann hat man eben immer auch Teile, die wir dann weiterverarbeiten, zu Schinken sehr viel, Mettwurst. Und zu anderen Brühwurstsorten, die man so kennt, Mortadella und so weiter. Und so wird eben dieses Schwein über die Woche oder die Schweine dann eben verarbeitet zu dem, was wir brauchen. Man findet ja, wie du schon gerade gesagt hast, Grillfleisch, man findet also was zum Aufschnitt, man findet aber auch Suppen. Ja? Also ihr verarbeitet nicht nur das jetzt als frische Ware, sondern nachher auch in Haltbare, also in die schnelle Küche. Genau. Ne, ihr habt das ja so kleine Suppen, sieht man ja auch irgendwie hinter uns. Ja. Ob das die Hühnersuppe ist oder ob das die Tomatensuppe ist, aber immer alles aus eigenen Schwein und. Genau, alles von unseren eigenen Tieren immer. Und wir verarbeiten eben in so weit, damit wir eben auch garantieren können, dass wir das ganze Tier verwerten. Ach, schön. Weil das ist natürlich eben auch bei den Hähnchen, bleibt immer irgendwas über am Ende. Oder man hat zum Beispiel die Karkassen, also nur das Knochengerüst, woraus wir dann nachher die Brühe kochen für die Hühnersuppe. Oder auch da sind Teile, die wir dann nachher verwursten für unsere Hähnchenmortadella und Hähnchensülze und solche Sachen, sodass wir einfach immer sicherstellen können, dass wir das ganze Tier verwerten. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist schön. Das ist ja auch wichtig, ne? Das ist ein Lebewesen, dass man alles davon verarbeitet und nicht nur Teil oder die Edelstücke. Man kriegt es ja auch mit, das bei Rindtier oder beim Rindfleisch. Ne? Viele wollen immer nur das Rumpsteak oder das Filet oder vielleicht doch nochmal irgendwie etwas zum Smoken. Ja? Aber alles andere wird vergessen, Beinscheiben zum Beispiel. Genau. Wo man so leckere Sachen auf diesem Weg machen kann, ist, glaube ich. Bietet ihr auch so Rezepte an? Also gebt ihr auch den Leuten mal was mit, also was sie aus der Beinscheibe zum Beispiel machen können? Genau. Kriegt man das bei euch irgendwo zum Download oder zum Ansehen oder schickt ihr sowas irgendwie? Also wir haben die immer bei uns am Stand, im Hofladen oder eben am Wochenmarkt. Wir schicken auch gerne Zubereitungsempfehlungen mit bei allen. Also da sind auch unsere Mitarbeiter und besonders meine Mama immer eine gute Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, wie verarbeite ich was. Da geben wir gerne Tipps mit, weil gerade auch unser Hähnchenfleisch, dadurch, dass die so alt werden, sind die Tiere natürlich auch ordentlicher. Die wiegen zwischen 3 und 4 Kilo und dann muss man schon wissen, wie man was damit umgeht. Ja, stark. Und auch die Rezepte, diese Tomatensuppe, das sind ja auch eure eigenen Rezepte von deiner Mutter und auch ältere Generation. Und ihr peppt diese auch wieder ein bisschen auf, oder? Genau. Hast du so ein Beispiel? Was habt ihr mal? Also ein bisschen Redesign oder mal ein bisschen aufgepeppt, sag ich mal, gibt es da so ein Produkt? Ja, also was wir so wirklich so richtig klassisch ja noch machen, ist Mettwurst und Schinken. Also Schinken wird eingesalzen, 6 Wochen liegen gelassen und dann ausgesalzen, getrocknet und immer wieder geräuchert und dann bei uns im Keller wirklich noch so. Das macht auch dein Vater, ne? Genau. Also eine Leidenschaft, ne? So ein Räucherofen da dafür. Ja, genau, stark, ne? Also das wird wirklich noch ganz traditionell gemacht und da. Das macht er auch sehr naturbelassen. Also bei den Mettwurst kommt wirklich nur Salz und Pfeffer, weil er sagt, er möchte gerne, dass die Leute sein gutes Fleisch schmecken und nicht irgendeine Gewürzmischung. Mhm. Aber auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch immer mal was Neues zu machen. Mhm. Letzten Sommer haben wir angefangen, Speckmarmelade zu kochen. Ja, das finde ich auch spannend. Was ist diese Speckmarmelade? Was genau ist diese Speckmarmelade? Also wie ist das auch entstanden, diese Speckmarmelade? Es ist eben so, wenn wir Speck oder Schinken aufschneiden, hat man immer so einen Rest über. Und irgendwie, man kann verstehen, dass die Kunden den Rest nicht mehr wollen, aber irgendwie ist es zu schade, es wegzutun. Und dann haben wir überlegt, was wir daraus noch kochen können.
und sind irgendwie auf was süß-herzhaftes gekommen, weil man kennt natürlich den Griebenschmalz, den klassischen, aber wir wollten irgendwie ein bisschen was mit Pep für die Grillsaison auch machen und dann haben wir angefangen es auszuprobieren und daraus die Speckmarmelade. Und die Speckmarmelade mache ich mir aufs Brot oder irgendwie auch auf das Gegrillte? Worauf mache ich mir diese Speckmarmelade? Was kann ich damit machen? Also es gibt 1000 Einsatzmöglichkeiten, unsere Kunden sind schon ganz kreativ geworden, aber am besten schmeckt sie so auf dem Burger. Ah, okay. Zum Grillfleisch, einfach nur aufs Brot. Ja. Oder es gibt, wie gesagt, kommen, die machen es in ihre Bratkartoffeln oder in ihre Gemüsepfanne. Also okay. Ja, ja, da kann man kreativ werden. Okay, das ist natürlich auch für uns mal ganz interessant, weil wir haben diese Produkte ja auch bei uns auf der Seite von euch. Und die Speckmarmelade, man fragt sich natürlich sicherlich so als Interessent auf der Seite, was ist das überhaupt? Ja. Man kriegt natürlich eine Beschreibung. Vielleicht sollten wir da auch nochmal irgendwie so eine Art Rezept oder sowas einfach mal anbieten, zu zeigen, hey, das könnt ihr da machen. Also Anreize oder Ideen einfach mal geben. Ja, genau. Was kann man mit der Speckmarmelade machen? Zum Beispiel. Schön. Ja, und die anderen Produkte, die werden ja erzählt von deinem Vater, Mozzarella, Schinken. Was habt ihr noch? Suppen, das Grillfleisch natürlich jetzt aktuell kommt auf die Seite. Haben wir gerade drüber gesprochen, das werden wir auf die Seite bringen jetzt, weil es aber die Saison dafür ist. Genau. Ja, stark. Und Wochenmärkte. Auf welchen Wochenmärkten finde ich euch? Seid ihr in Oldenburg? Genau, wir sind in Delmhorst immer Mittwoch und Samstag und in Oldenburg dann am Freitag auf dem Bauernmarkt an der Lembelti-Kirche. Hm. Okay. Und dann kann ich da auch hinkommen und dann kriege ich auch meine Rezepte und dann kann da das ganze Sortiment. Das ganze Sortiment kann man sich da angucken. Es geht ja eben bei allen Tierarten dann mit dem Frischfleisch los und dann haben wir eben viel verarbeitete Sachen in Form von Suppen, Eintöpfen, Fertiggerichten, aber eben auch viel Wurstsorten, reine Geflügelwurst, reine Schweinewurst, geräucherte Hähnchenbrust, Kochschinken, alles was das Herz will. Alles was schmeckt, für den Feinschmecker. Ja. Genau. Toll, das sind ja auch hochwertige Produkte, die ihr habt. Und der Unterschied jetzt zwischen, ist halt einfach der Geschmack. Ne? Also wir sagen es ja auch, echter Geschmack vom Erzeuger, das ist ja auch so, man schmeckt da noch den Unterschied. Was glaubst du, was ist da oder so der Unterschied zwischen einer Mozzarella von euch jetzt und einer anderen Mozzarella? Ist das tatsächlich so die Tierhaltung, ist das das Futter, was das Tier bekommt? Was macht das den Unterschied, diesen Geschmack? Was meinst du? Also grundsätzlich ist die Fleischqualität einfach eine ganz andere, dadurch, dass die Tiere hier langsam groß werden, ohne viel Stress geschlachtet werden und einfach ein ganz anderes Wachstum haben. Dadurch haben wir sehr aromatisches, festes Fleisch, gerade auch beim Schwein. Und das ist eben die Grundlage in jeder verarbeiteten Form. Und danach geht es eben auch darum, was wird eingesetzt und wie wird es produziert. Also wir machen es handwerklich, wir setzen eben, wie gesagt, nur unser eigenes Fleisch ein, viel eingekochte Brühe. Ich würde mir die nicht mehr kaufen, weil ich jetzt die von ist das Rezept von deiner Mutter? Ja, genau. Dass wir die probiert haben und wir sind einfach hellauf begeistert. Das ist eine süße, Säure da dabei und einfach unglaublich lecker. Und diese Gurken kommen ja, glaube ich, auch hier irgendwie von eurem Hof? Ja, die haben wir tatsächlich nicht selber im Garten, aber die kommen aus Hölzinghausen, genau. Also auch hier aus der Gegend. Ja, toll. Und die bekommen wir dann einmal im Sommer ein großes Gurkenfest. Ja, toll. Arbeitet ihr mit dem Netzwerk hier so in der Region, mit anderen Höfen enger zusammen? Ja. Helft ihr euch da gegenseitig? Und wie erreicht ihr eigentlich dann die Kunden, also auf den Wochenmärkten? Das sind ja die bestehenden Kunden. Wie ist eigentlich das Publikum? Ist das älter? Erreicht ihr auch Jüngere? Wie sprecht ihr jüngere Leute an? Weil du hattest mir ja im Vorgespräch auch kurz gesagt, dass auch jüngere Leute mittlerweile zum Wochenmarkt kommen. Wie ist so da die Entwicklung auf den Wochenmärkten? Ja, also wir versuchen natürlich auf jeden Fall unter unseresgleichen miteinander zu arbeiten. Wir bekommen Produkte von jüngeren Leuten eben mit dem auseinandersetzen, was sie essen und sich auch gerne informieren möchten und das Thema Kochen ganz weit oben steht. Aber auf der anderen Seite merken wir an so einem Mittwoch wie heute zum Beispiel, dass so ein Wochenmarkt von 7 bis 13 Uhr für einen großen Teil unserer Bevölkerung einfach unerreichbar ist, beziehungsweise einfach schwierig ist mitzunehmen. Ja. Und wir sind es gewohnt, dass man bis 20 Uhr einkaufen kann und dass und ja, für die junge Familie ist es einfach schwierig, da zwischen 7 und 13 Uhr was zu machen. Stimmt. Und deswegen
sind wir ja auch bei meinem Marktstand dabei, ja, um einfach... schön, das ist ja, wie lange arbeiten wir jetzt eigentlich? Wir sind seit 2017, sind wir jetzt, wo wir uns kennen, wo wir auch angefangen haben, die Bilder zu machen, zu überlegen, was stellen wir eigentlich auch auf die Webseite. Gerade auch mit den Temperaturen ist das immer eine Herausforderung, gerade wegen der Frische. Aber das kriegen wir sehr gut auf die Reihe mittlerweile. Ja. Die Kunden kriegen alle ihre Produkte frisch, direkt vom Hof, direkt verarbeitet. Und also ich bin total begeistert, dass es funktioniert. Hilft es euch auch da, neue Kunden zu erreichen? Sind da tatsächlich neue dazugekommen? Oder sind es eher auch Bestehende, die sagen, oh, ich schaffe es heute nicht zum Wochenmarkt, ich kenne aber eure Produkte und kaufe dann online? Nee, ich glaube schon, dass dadurch auch neue dazugekommen sind, weil es eben für viele eine Möglichkeit ist, an unsere Produkte ranzukommen, ohne dass sie irgendwie sich auf den Weg machen müssen, weil wir dann doch irgendwie für viele einfach entweder weit weg sind oder eben zu den falschen Zeiten am falschen Ort. Ja, das ist aber das Thema Zeit, ne? Ja. So, und Wochenmärkte sind ja, wie du gerade schon gesagt hast, immer nur so einen gewissen Zeitraum. Ja, wir selber kennen das, ja. Wir sind entweder zu Hause, ja, in der Situation oder im Büro, haben irgendwie was anderes zu tun. In der Mittagspause will man auch nicht über den Markt. Dann will man ja auch den Einkauf an sich ja auch irgendwie bewerkstelligen und will ja versuchen, irgendwie ganzheitlich einzukaufen. Das aber mit dem Fahrrad zu machen, ist relativ schwierig. Ja, man kriegt da immer nur begrenzt was mit. Und das ist, glaube ich, online auch eine Möglichkeit, dass man regional auch einfach einkaufen kann. Ja, dass man auf die Seite geht, zum Beispiel bei uns, dass man eben die einzelnen Höfe sieht. Wo sind die eigentlich? Mit Adressen, das ist ja auch so. Man kriegt ja bei euch auch eine Idee, wo sitzt ihr eigentlich? Ne? Man kann ja auch zu euch hinfahren, das wollen wir auch. Ja. Wir bieten es ja auch an mit der Selbstabholung, dass man das bestellen kann. Und dann klickt man das an mit der Selbstabholung für die, die einfach mal einen Eindruck sich von diesem Hof verschaffen wollen oder dich mal persönlich kennenlernen wollen, aber dann auch wissen, wer das Ganze produziert und das nachher einfach online bestellt. Ja. Ne? Ja, das merken wir auch, gerade jüngere Familien sind das eigentlich jetzt, die bestellen, weil ich glaube auch, die wollen wieder mehr kochen, haben so ein bisschen die Nase voll von dem Ganzen, was schon fertig produziert ist, wollen sie ein bisschen selber was machen. Und vor allem ihre Kinder auch ein bisschen heranführen. Ja. Ja, so mit Schulen, dass die da auch in, dass die Kinder wieder wissen, was sind das eigentlich für Lebensmittel und wie werden die Tiere eigentlich aufgezogen. Ja, das finde ich toll. Ja, in Zukunft, was steht für euch jetzt noch an? Weitere Wochenmärkte, gibt es bald neue Produkte? Ihr habt eine neue Seite, habe ich jetzt gesehen, die ihr bearbeitet. Ja. Das war sicherlich auch eine lange Arbeit, oder? Ja, wir haben jetzt im letzten Jahr uns ein bisschen verjüngt. Verjüngt. Und, nach außen ein bisschen frischer alles gemacht und eine neue Seite und ja, wir arbeiten im Moment in kleinen Projekten vorwärts. Man muss sagen, dass wir natürlich als Familienbetrieb immer ein bisschen langsam uns entwickeln wollen, um uns nicht zu viel vorzunehmen, weil für uns das Wichtigste ist, dass wir die Qualität der Produkte in dem Rahmen halten, wie sie jetzt sind und man eben gerade durch die handwerkliche Arbeit irgendwann auch personell an seine Grenzen stößt. Total. Aber es entwickelt sich alles positiv. Wie gesagt, wir haben eine wachsende Kundschaft auf den Märkten und werden die jetzt erstmal so weiterführen und dann eben so kleinere Projekte nebenbei machen. Die Gastronomie ist im Moment sehr affin dafür geworden. Viele junge Köche kommen auf uns zu und diese Zusammenarbeiten machen für uns auch immer Spaß. Und da können wir immer voneinander lernen. Ja, das finde ich schön, dass auch in der Gastronomie, dass man verschiedene Orte hat, wo man eure Produkte auch bekommt. Ja. Genau. Das finde ich richtig, weil die Köche, die transportieren das ja auch. Die haben auch eine Verantwortung, sage ich. Ja, also genau. Das schon richtig. Ja, also wenn ihr jetzt mit den Produkten, wir haben jetzt hier noch einfach mal die Tomatensuppe zum Beispiel, findet ihr alles auf der Webseite. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt zu den einzelnen Produkten oder zu dem Hof oder zu Christina, oder eben zu dem Vater, der das Ganze auch vielleicht noch irgendwie produziert, dann schreibt es uns einfach gerne unten in die Kommentare. Auch im Nachhinein, ihr habt immer die Möglichkeit, noch irgendwelche Fragen zu stellen. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendwie einen Tipp oder eine Idee? Ich glaube, ist erstmal alles gesagt. Genau. Alles wer Fragen hat, ist immer herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Und wir freuen uns auf alle Bestellungen. Absolut, ja. Genau, ja, geht auf unsere Seite, auch auf meinmarkstand.de, auf den Hof Pleuß. Stöbert euch einfach mal durch das gesamte Sortiment und bestellt euch den Genuss direkt vom Hof einfach nach Hause. So, wir sagen Tschüss und Christina, vielen Dank für das Gespräch, ich bin sehr gefreut. Danke und auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.